Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, mir die passenden Worte zu geben. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir die Knoten von meinen Zungen nimmt, insha'Allah, um das Richtige zu sagen, damit meine Brüder, meine Geschwister im Islam, alhamdulillahi rabbil alameen, meine Worte verstehen und versuchen, dies insha'Allah in Tat umzusetzen. Insha'Allah, das, was ich sagen will, ist ein Nasiha. Nasiha ist ein Ratschlag an die Jugendlichen der Ummah und an alle anderen, insha'Allah, Rabbil Alameen. Warum besonders an die Jugend? Die Jugend der Ummah ist heute sehr verwirrt. Sehr verwirrt. Sie folgen viele Menschen einfach so blind, ohne sich zu vergewissern, ob das, was ich von diesen Gelehrten oder von meinem Scheich oder von irgendjemandem gehört habe, richtig ist oder falsch ist. Denn ein Muslim oder eine Muslime ist verpflichtet, von Allah subhanahu wa ta'ala zu wissen, von wem sie das Wissen nehmen. Es ist Pflicht. Man darf nicht das Wissen von irgendjemand nehmen. Es gibt ein Hadith des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Diesen Hadith haben wir bestimmt mehrmals gehört. Aber oft ist es so, dass wir lesen, Koran lesen oder Hadithe lesen des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, aber währenddessen sind wir leider abwesend. Und mit Sicherheit, derjenige, der den Koran oder den Hadith mit einem abwesenden Herzen liest, wird niemals die Worte Allah subhanahu wa ta'ala und die Worte seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam verstehen. Ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt Menschen, die sehr besorgt sind. Die haben viele Sorgen. Die sind häufig mit sich selbst beschäftigt, mit ihren Problemen beschäftigt, so dass man, wenn man mit ihnen redet, sie hören dir gar nicht zu. Er guckt dich an, aber er versteht nicht, was du sagst, weil sein Verstand in dem Moment abwesend ist. Das ist wie jemand, der auf einer Straße geht, vielleicht 10-mal hin und her geht, und auf dieser Straße befindet sich ein Geschäft, sagen wir so, es ist eine Bäckerei, die sich dort befindet. Aber dieser Mann geht auf dieser Straße hin und her mit gesenktem Kopf und nachdenkend die ganze Zeit, so ob er gar nicht auf dieser Straße war. Du fragst diesen Mann, ob er diesen Geschäft gesehen hat. Er sagt nein, denn dieses Geschäft gibt es nicht auf dieser Straße. Warum? Das Geschäft gibt es ja. Aber er war abwesend, während er auf diese Straße hin und her gegangen ist. So sind wir heute Muslime, wenn wir Koran lesen oder Hadithe des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Oft stehen Gebote, Verbote im Koran oder in der Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Aber oft, wenn man die Menschen fragt, es ist so, ob sie das nie gelesen haben. Und deren Verhalten ist der Beweis dafür, dass sie es gelesen haben, aber währenddessen ihre Herzen waren mit etwas anderem beschäftigt, wal'iyadu billah. Was ich damit einfach sagen will, man darf nicht Koran und Sunna lesen, nur oberflächlich lesen. Ein anderes Beispiel, insha'Allah, Rabbil Alameen. Wir wissen selber, der Koran, das sind die Worte des Allmächtigen Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal. Allah, der Schöpfer, der Vollkommene. Subhana. Und der Koran ist ein tiefer Ozean. Es ist vergleichbar mit einem tiefer Ozean. Und im Ozean, wie wir alle wissen, MashaAllah, Allah hat Perle erschaffen, subhanahu wa ta'ala.
Nehmen wir an, wir suchen niemanden und wir erzählen ihm, dass in diesem Ozean Perle gibt. Und Perle verkaufen sich sehr teuer. Und wir erzählen ihm von diesen Perlen. Dieser Mann schwimmt den ganzen Ozean durch. Und dann kehrt er zurück und dann fragen wir ihn, was hast du gesehen in diesem Ozean? Er sagt gar nichts. Ich habe diese Perlen gar nicht gesehen. Wir wundern uns, wenn er sowas sagt. Aber man fragt ihn danach, wieso hast du sie nicht gesehen? Sagt er, ich bin geschwommen, aber an der Oberfläche des Ozeans und ich habe keine Perlen gesehen. Dann verstehen wir, warum dieser Mann oder diese Person die Perlen nicht gesehen hat und nicht gefunden hat. Weil er eigentlich tauchen muss. Dann sagen wir ihm, du brauchst eine Ausrüstung eines Tauchers. Du musst in den Ozean eintauchen und suchen und dort wirst du die Perlen des Ozeans finden. Damit will ich einfach sagen, wir Muslime genauso, wir lesen den Koran und die Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, aber oberflächlich. Wir vertiefen uns nicht und wir gucken nicht hinter den Zeilen, hinter den Worten Allah subhanahu wa ta'ala, um den Sinn und die Weisheiten des Koran daraus zu holen. Und der Sunna genauso, liebe Geschwister. Was ich einfach damit sagen will, als Beispiel, inshallah, Rabbil Alamin. Allah im Koran, subhanahu wa ta'ala, er hat uns befohlen, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, zu gehorchen. Ihn nicht zu widersetzen, sallallahu alaihi wasallam. Wir haben schon mal gesagt, dass er gesandt wurde als Rahma, als Barmherzigkeit, als Gnade für die Welten, für die Menschheit. Das heißt, alles, was er sagt, sallallahu alaihi wasallam, ist Khair für uns, ist gut für uns. Das müssen wir begreifen. Und alles, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat im Koran, oder das, was er befohlen hat durch seinen Gesandten, der Sunnah, sallallahu alaihi wasallam, ist gut für uns und für alle Menschen. Es ist Khair, es ist nichts Schlechtes darin. Auch wenn es manchmal schwer ist. Das ist wie bittere Medizin. Die Befehle Allahs und seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam ist wie bittere Medizin. Die muss man aber nehmen, um geheilt zu werden, inshallah rabbil alamin. Und das, was Allah verboten hat, subhanahu wa ta'ala, ist ein Beispiel, ich gebe ein einfaches Beispiel, inshallah, wie dein Lieblingsessen. Du isst etwas, was du gerne isst. Nehmen wir an, du isst gerne Torten, aber diese Torte ist innen drin vergiftet. Du hast Hunger danach, du willst es essen. Du hast ein großes Verlangen danach. Aber dann kommt jemand und sagt dir, du darfst es nicht essen. Dann wunderst du dich, warum? Dann sagt er, diese Torte ist vergiftet. In diesem Fall ein vernünftiger Mensch, obwohl er es liebt, obwohl er es gerne essen würde, aber er lässt die Finger davon, warum? Weil es vergiftet. Genauso alles, was Allah subhanahu wa ta'ala für uns verboten hat, ist genau wie diese vergiftete Torte, weil die Konsequenzen dieser Tat sind nicht gut. Beispielsweise Alkohol trinken, wal'iyadu billah. Drogen nehmen beispielsweise, wal'iyadu billah. Keiner kann hier auf dieser Welt sagen, dass Drogen gut sind. Und keiner kann sagen, dass das Alkohol trinken gut sind. Dann braucht man nur zum Landesklinik zu gehen, dann werden wir sehen, die Konsequenzen dieses Rauschmittel, wal'iyadu billah, diese Gift, welche die Menschen zu sich nehmen. Das ist nur als Beispiel, wal'iyadu billah. Möge Allah uns allen davor bewahren. Das heißt, alles, was Allah sagt, das muss man begreifen. Alles, was Allah uns befehlt im Koran und in der Sunna, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen, ist gut für uns. Das ist der Weg zum Erfolg, der Weg zum Frieden, der Weg zur Glückseligkeit. Weil heute, wie gesagt, jeder von uns und alle Menschen suchen nach der wahren Glückseligkeit. Viele wollen glücklich leben, alle wollen glücklich leben. Jeder sucht in seinem Gebiet, jeder sucht da, wo er will. Aber in den Gesetzen Allah subhanahu wa ta'ala und die Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam liegt die Glückseligkeit, liegt die Freude, die innere Ruhe und die Zufriedenheit, die die Menschheit sucht. Ich gebe Ihnen ganz einfach ein schönes Beispiel. Der Koran und die Sunna. Koran ist das Buch Allahs. Und die Sunna sind die Worte des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und eins dürfen wir auch nicht vergessen,
Weil viele sagen da draußen, man darf nur, man muss nur Koran folgen und nicht die Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Aber eins haben sie vergessen, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ich bekam von Allah den Koran, das heißt die Offenbarung, und das Gleiche oder das Ähnliche auch noch dazu. Die Ulama sagen im Tafsir dieses Hadith, damit ist gemeint, Al-Quran und die Sunna sind beide Wahi von Allah subhanahu wa ta'ala. Sind beide Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala, welche wir folgen müssen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns befohlen, Quran und Sunna zu folgen. Und nicht jeden blind zu folgen. Und nicht blind zu handeln nach eigener Lust und Laune. Das ist verboten im Islam. Man darf nicht nach seiner Begierde handeln im Islam. Sondern im Islam alles läuft nach Ordnung. Denn wie bekannt ist, der ganze Universum ist auf Ordnung aufgebaut. Ein ganz einfaches Beispiel. Wir wissen, Allah lillahi alhamd. Allah khaliqu kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer aller Dinge subhanahu wa ta'ala. Alles, was wir sehen, was wir nicht sehen, wurde von Allah erschaffen subhanahu wa ta'ala. Jetzt stellt euch vor, Allah schuf die Planeten, die Erde, die Sonne, der Mond, die ganzen anderen Planeten, das ganze System im Universum. In unserem System im Universum sehen wir haben noch nie gesehen, seitdem Allah die Erde erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala, noch nie hat es einen Unfall gegeben, beispielsweise zwischen Erde und Sonne, Sonne, Mond. Sondern, wie wir auch alle wissen und wissenschaftlich bewiesen ist, wie Allah erstmal das sagt im Koran und wissenschaftlich bewiesen wurde, dass jeder Planet hat seine Laufbahn. Jeder muss seine Laufbahn folgen und darf nicht abweichen. Weil wenn dies der Fall ist, wir haben noch nie gesehen, dass die Erde eines Tages gesagt hat, ich habe heute keine Lust, mich umzudrehen, mich zu drehen die ganze Zeit, ich bleibe heute stehen. Oder ich habe keine Lust, meine Laufbahn zu folgen die ganze Zeit, ich weiche ein bisschen ab und gehe mal gucken, was die Sonne so macht. Das haben wir nie gesehen, Alhamdulillah. Warum? Weil diese Planeten wurden befohlen von Allah, Allah zu gehorchen und diese Grenzen einzuhalten. Die dürfen diese Grenzen nicht überschreiten. Die dürfen die Grenzen, die Allah auferlegt hat, nicht überschreiten. Subhanahu wa ta'ala. Aber stellen wir uns vor, eines Tages die Erde sagt, ich möchte heute abweichen. Ich möchte aus dieser Laufbahn raus. Was passiert dann, wenn einer dieser Planeten, liebe Geschwister, ausweicht oder abweicht aus seiner Laufbahn, dann wird eine Katastrophe geben. Dann wird alles kollabieren. Und darunter werden wir auch leiden, wir Menschen. Die Geschöpfe werden darunter leiden. Dann verliert das Universum sein Gleichgewicht. Dann gibt es einen gewaltigen Chaos. Eine Katastrophe. Warum? Weil einer dieser Planeten sich Allah widersetzt hat und die Grenzen Allah überschritten hat, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die Planeten müssen Allah gehorchen. Wir Menschen, noch ein Beispiel, wir Menschen. Allah hat uns erschaffen, subhanahu wa ta'ala. Allah hat uns in dieser Form erschaffen, das ist die beste Form. Keiner kann das verändern. Nehmen wir an, einer von uns, a'udhu billah, geht zum Arzt und sagt zum Arzt, ich habe eine Bitte an dich, ich möchte, dass du mir hilfst, den System in meinem ganzen Körper zu verändern. Du verlangst vom Arzt, dass er es so weit schafft, dass du mit deinen Augen hörst und nicht siehst. Das heißt, du siehst mit deinen, jetzt sehen wir alle mit unseren Augen, Alhamdulillah. Aber du sagst, ich möchte mit meinen Augen hören und mit meinen Ohren sehen. Ich möchte, dass mein Herz verdaut und nicht pulsiert. Und ich möchte, dass mein Magen pulsiert und nicht verdaut.
der Arzt, wird nur einen Anruf machen und dich abholen lassen. Er wird dich für verrückt halten, weil dieser Arzt weiß, dass das unveränderlich ist. Wenn du dieses Gesetz verändern willst in deinem Körper, welcher Allah gemacht hat, welcher Allah bestimmt hat, subhanahu wa ta'ala, dann wird ein Chaos entstehen. Dann wirst du deine Sehkraft verlieren. Dann wirst du deine Ohren verlieren. Dann kannst du nichts mehr hören. Denn diese Gaben, die Allah dir gegeben hat, hast du eigenhändig zerstört. Das heißt, es führt zu einem Chaos. Warum? Weil du mit dem Gesetz, welcher Allah in dir gemacht hat, subhanahu wa ta'ala, dich nicht zufrieden gegeben hast. Und du hast versucht zu verändern. Genauso ist die Lage der Ummah. Ein weiteres Beispiel, damit wir es vielleicht besser verstehen, Allahu a'lam, subhanahu wa ta'ala. Wenn du jetzt beispielsweise zu einem Techniker gehst, in einem Laden reingehst, wo Geräte zu verkaufen sind, inshallah, PCs, Computer, Allahu a'lam, viele Sachen. Du gehst dahin, du kaufst dir einen Computer und du kennst dich nicht aus mit diesem Computer. Der Hersteller dieses Computers, alhamdulillah, der es gebaut hat und der sich damit auskennt, er legt immer eine Gebrauchseinleitung dabei mit. Warum macht er das? Für diejenigen, die sich nicht auskennen. Das heißt, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, wenn ich nach Hause gehe, inshallah, ist es so, dass ich diese Gebrauchseinleitung benutzen muss. Warum? Damit kein Chaos entsteht und der PC nicht kaputt geht, wa'iyadu billah, und funktioniert nicht. Das heißt, du bist verpflichtet, diese Gebrauchsanweisung oder Gebrauchseinleitung zu folgen, damit der PC funktioniert. Richtig funktioniert, dann hast du Nutzen daraus. Machst du es nach eigenem Kopf, ohne diese Gebrauchseinleitung, obwohl du dich nicht auskennst, obwohl du die Anweisung des Herstellers nicht folgst, dann vielleicht verbrennst du den PC und machst deinen PC kaputt oder ja, billah. Und das gilt nicht nur für Computer, das ist ein allgemeiner Beispiel. Es ist genauso mit Auto. Der Hersteller dieses Autos sagt, das ist ein Benziner. Du sagst, nein, ich möchte Diesel tanken. Dann funktioniert es nicht. Das ist ein Motorschaden irgendwann. Genauso wie Menschen. Und wir, Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sind wir verpflichtet, liebe Geschwister, die Gebrauchseinleitung zu folgen, die Anweisungen zu folgen, die im Koran und der Sunna stehen. Und wir sehen heute den Ergebnis davon, weil wir uns vom Koran und Sunna entfernt haben, was daraus entstanden ist in dieser Ummah, diese ganze Gruppierung, die entstanden sind, a'udhu billah, und jeder behauptet, er sei auf dem geraden Weg. Und nutzen, a'udhu billah, die Unschuld und die Unwissenheit vieler Jugendlicher, die mir leid tun, ehrlich gesagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie festigen im Islam, denen die Wahrheit zeigen als Wahrheit, inshallah, damit sie sich folgen können. Das heißt, nicht jeder heute, der behauptet, richtig zu sein, ist richtig. Eine ganz einfache Anweisung von Rasul, von Allah subhanahu wa ta'ala, wo er sagt, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Allah spricht. Du glaubst an Allah, du betest Allah an subhanahu wa ta'ala, du behauptest, Muslim zu sein, dann musst du dich ergeben und diesen Anweisungen folgen. Weil die kommen nicht von irgendjemand, sondern vom Schöpfer selbst, subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa ala, subhanahu. Das heißt, das, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam zu euch brachte, nimmt es an. Setzt es in Tat um. Und das, was er euch verboten hat, unterlässt es, sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß. Das heißt, Allah hat uns befohlen, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu folgen. Was ich einfach sagen will, ein Scheich, du kennst einen Imam oder einen Scheich, mashallah, hat einen sonnigen Bart, mashallah, und Turban und Imama und Allahu a'lam was noch, und betet immer vor, mashallah. Du glaubst einfach, dieser Imam kann nicht falsch sein. Warum? Weil er so aussieht, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgesehen hat, wie die Sahaba radiallahu anhum. Er trägt Qamis, er trägt ein Gewand, mashallah, und hat einen Sunna, trägt Sunna-Bart und sowas ähnliches. Aber das reicht nicht aus im Islam, denn Allah Rasul sagt ja im Hadith, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, innam yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Das heißt, Allah schaut nicht auf unser Äußeres, wie wir aussehen. Ob wir ein Qamis tragen oder nicht Qamis tragen, sagen natürlich nicht, dass man Qamis nicht tragen darf oder so, oder nicht soll. Es ist besser, die Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Aber heute viele nutzen das aus, a'udhu billah, damit sie zu ihrer Aqida rufen, zu ihrer Glaubensgrundlage rufen, zu ihrer Einstellung rufen, die falsch ist. Und davor muss man aufpassen, liebe Geschwister. Dieser Imam beispielsweise, ich stelle ihn eine Frage in der Sunna. Er antwortet anders,
als das, was ich gelesen habe von den Hadithen des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Beispielsweise die Methodik, ein ganz einfacher Beispiel, wie man Dhikr macht. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele Beispiele. Wie ich Dhikr mache. Wie soll ich Dhikr machen beispielsweise? Allah hat uns befohlen, viel Dhikr zu machen. Aber die Methodik, wie wir Dhikr machen, hat uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam gezeigt. Alayhi salatu wasallam. Das heißt, es gibt heute viele Menschen leider, die eigene Methodik erfunden haben, wie sie Dhikr machen. Aber diese Methodik, a'udhu billah, ist nicht übereinstimmend mit der von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was mache ich als Muslim? Wem soll ich glauben? Den Scheich und diese Leute, die diese Dhikr so machen? Oder soll ich Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen? Ich denke nach. Alhamdulillah, der Islam ist ganz einfach. Allah hat mir befohlen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Also was mache ich? Auch wenn diese Methodik, die sie machen, mir gefällt, trotzdem verzichte ich darauf. Warum? Weil es ist nicht der Weg von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern das ist der Weg von Menschen, die irre gegangen sind und die ihre Begierde folgen und nicht die Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Das ist nur ein einziger Beispiel. Und es gibt die bekannte Geschichte von Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu saß in der Moschee, dann kam Abi Musa al-Ash'ari, die Geschichte kennen viele bestimmt von euch, kam er zu ihm und sagte: Ja, Abu Abdurrahman, ich habe etwas Außergewöhnliches im Moschee gesehen. Dann Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sagte: Was hast du denn gesehen? Was war fremd? Das heißt, er hat etwas Fremdes gesehen, was er nie gesehen hat vorher, in der Zeit von wem? Von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, weder Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das befohlen, noch er alaihi salatu wasallam hat das gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Dann Abdullah Mas'ud fragt, was er gesehen hat. Er sagt: Ich habe Menschen gesehen, die haben einen Kreis gebildet im Moschee und haben sich Steine verteilt untereinander. Und einer steht in der Mitte und befiehlt ihnen, Dhikr zu machen. Er sagt 100-mal La ilaha illallah, dann beginnen sie La ilaha illallah. 100-mal Subhanallah, dann beginnen sie mit 100-mal Subhanallah. Laut. Und zählen ihre Dhikr. Dann hat Abdullah ibn Mas'ud ihn gefragt: Hast du was dagegen gesagt? Er sagte: Nein, ich wollte dich fragen erstmal. Dann sind sie zusammen zur Moschee gegangen und sahen diese Leute, wie sie Dhikr machen, diese Art und Weise, wie sie Dhikr gemacht haben. Das Problem liegt nicht darin, Dhikr zu machen, sondern wir sehen gleich, was das Problem ist. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu ging und sieht das. Und fragte diese Leute: Was macht ihr? Wir machen Dhikr. Wir zählen mit den Steinen unser Adhkar, unsere Dhikr. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, er sagte zu ihnen: Lieber hättet ihr eure Sünden gezählt. Lieber hättet ihr eure Sünden gezählt. Und ich garantiere euch, dass Allah subhanahu wa ta'ala, ich versichere euch, Allah subhanahu wa ta'ala wird nie eure guten Taten außer Acht lassen. Das heißt, eure Hasanat, die gehen nicht verloren bei Allah subhanahu wa ta'ala. Erzählt lieber eure Sünden. Das heißt, er dementiert das, was er gesehen hat. Und findet es nicht richtig. Es ist etwas Fremdes. Weder hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das gemacht, noch die Sahaba radiyallahu anhum wa allahum. Und ich erinnere euch an Hadith, wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, alaihi salatu wassalam, عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي. Sind gemäß sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, عليكم بتقوى الله. Sind gemäß تقوى الله, sich hütet euch vor Allah. Das heißt, hütet euch vor all dem, was Allahs Zorn erweckt, subhanahu wa ta'ala. Fürchtet Allah azza wa jal. Haltet euch an die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala. Stellt eine Trennwand zwischen euch und das, was Allah verboten hat, subhanahu wa ta'ala azza wa jal, auch wenn es euch schwerfällt. وعليكم بالسمع والطاعة und ihr sollt gehorchen, ولو تأمر عليكم عبد حبشي, auch wenn derjenige, der Befehlsinhaber, ein Sklave aus Habasha, aus Eritrea beispielsweise, auch wenn er aus einem armen Stamm herkommt, egal woher er kommt, wenn dieser Mann ein Führer ist, ein Sklave war, trotzdem er ist der Befehlsinhaber, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gehorcht alaihi salatu wasallam. Aber man darf nicht gehorchen in dem, was verboten ist im Islam. In den Sünden darf man nicht
gehorchen, nur im Guten gehorchen. La ta'ata illa fi ma'ruf. Man darf nur gehorchen, nur im Guten. Nicht, wenn er mir sagt, geh und trink Alkohol, ich gehe Alkohol trinken. Oder nimm Drogen, ich nehme Drogen, a'udhu billah, tu den weh, tu ich den weh. Nein. Man darf kein Unrecht tun im Islam, alhamdulillah. Und dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wer von euch, er meint die Sahaba radiallahu anhum, wer von euch nach mir leben wird, وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Er wird, derjenige von euch, der nach mir leben wird, er wird viele Meinungsverschiedenheiten sehen. Das heißt Meinungsverschiedenheit. Der spricht über uns, sallallahu alaihi wasallam. Das ist die Lage der Umma heute. Jeder vertritt seine Meinung oder vertritt die Meinung seines Scheichs. Auch wenn sein Scheich, a'udhu billah, das Gegenteil spricht von Koran und Sunna und folgt einfach seiner Begierde. Wal'iyadu billah. Das darf nicht sein im Islam. Das heißt, Rasulullah sagt, zeigt uns jetzt die Krankheit, die kommen wird. Die Probleme der Umma. Das ist wie ein Arzt, der dir zeigt, wo die Probleme liegen, wo die Krankheit liegt. Und so war Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tabibul Qulub sallallahu alaihi wasallam, der, sagen wir so, der behandelnde Arzt, der die Herzen behandelte, der die Seelen behandelt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt, wer von euch leben wird nach mir, er wird viel Meinungsverschiedenheiten sehen. Das ist der Fall heute. Jeder erzählt, was er will. Jeder redet, was er will. Und dadurch sind diese Gruppierungen entstanden, die manchen übertreiben und die anderen untertreiben. Von 73 Gruppen, nur einer geht ins Paradies. Die 72 sind in der Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Der Grund für diese Spaltung ist, dass wir uns vom Koran und Sunna entfernt haben. Und wir bevorzugen die Meinung von falschen Gelehrten oder die, die sich ausgeben als Gelehrte und sich verkleiden als Gelehrte. Und sie erneuern im Islam. Hier sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, wer von euch leben wird nach mir, er wird Meinungsverschiedenheiten sehen. Jetzt zeigt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam der Ausweg, wie wir aus dieser Spaltung rauskommen. Jetzt zeigt er die Medizin, sallallahu alaihi wasallam, die Heilung. Er sagte, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macht deutlich, wie wir aus diesen Problemen rauskommen. Er zeigt die Lösung, sallallahu alaihi wasallam. Sagt so, haltet euch an meiner Sunna und haltet euch auch an der Sunna von den rechtgeleiteten Khulafa, Kalifen. Darin muss man uns halten, liebe Geschwister. Und dann, er gibt weitere Anweisungen, sallallahu alaihi wasallam, für seine Umma, weil er sie liebt. Sagt, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Das heißt, sagt Rasulullah, er sagt, nehmt euch in Acht. Vor was? Vor Erneuerung. Neue Angelegenheiten im Islam. Denn der Islam ist vervollkommnet von Allah subhanahu wa ta'ala. Vollendet. Du brauchst wieder etwas hinzuzufügen oder etwas daraus zu nehmen. Und du bist nicht befugt. Und es ist verboten für dich, an den Islam etwas zu verändern. Rasulullah sallam warnt uns alaihi salatu wassalam vor den Gefahr. Welche Gefahr? Vor Erneuerungen. Auch wenn sie gut aussehen. Auch wenn du sie alles gut siehst. Trotzdem warnt davor Rasulullah sallam allgemein alaihi salatu wassalam. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, wo Rasulullah sallam sagt, فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Jede Erneuerung, jegliche Erneuerung ist eine Bid'a, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und jede Bid'a, jegliche Bid'a ist ein Dalal, ist ein Irrgehen oder Irrleitung. Und sagt, und jedes Irrleitung ist in der Hölle, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinngemäß in diesem Hadith.
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وكما قال صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam verkündet, dass es eine Spaltung geben wird, verkündet, dass Meinungsverschiedenheiten geben wird. Dann verkündet er sallallahu alaihi wasallam den Ausweg aus dieser Meinungsverschiedenheit, aus diesem Problem, die in der Umma heute liegt. Sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dann nehmt euch in Acht. Wovor? Vor Erneuerung. Vor, weil jede Erneuerung ist eine Bid'ah. Jede Bid'ah ist eine Irrleitung, jedes Irrleitung ist in Jahannam. Das heißt, ist einfach die Bid'ah, die Erneuerung zu vermeiden im Islam, ist ein Weg ins Paradies und ein Schutz vom Höllenfeuer, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Dann befiehlt er alaihi salatu wassalam, zeigt den Ausweg, haltet euch an meine Sunna fest und die Sunna der rechtgeleiteten Khulafa, Kalifen. Und dann sagt er, haltet euch daran fest und beißt darauf mit den Zähnen. Lasst sie nicht los. Warum? Weil das der Ausweg ist. Das ist der Ausweg. Was ich damit einfach sagen will, liebe Geschwister, inshallah, ist nur eine kleine Nasiha, wollte ich eigentlich, inshallah. Hört nicht auf jeden. Ihr sollt einen Maßstab haben in Islam. Einen Maßstab haben für euch, alhamdulillah, jedes Mal, wenn ihr etwas hört, egal wer was gesagt hat, und ihr zweifelt daran, und diese Person hat keinen Beweis vom Koran und der Sunna, denn das ist unser Maßstab im Islam. Was mache ich? Ich stelle das, was ich gehört habe oder gelesen habe, vor Koran und Sunnah, wie Allah uns befohlen hat, subhanahu wa ta'ala, wenn wir in irgendeiner Angelegenheit im Islam, egal wie groß oder wie klein sie ist, wir haben in einer angelegten Meinungsverschiedenheit, Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, فَإِنْتَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Das heißt, wenn wir Mu'minin sind, wie wir alle heute behaupten, wir glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, wir glauben an Yawm al-Qiyamah, wir glauben an den Tag des Gerichts, an den letzten Tagen, das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala, werden vor Allah stehen. Wenn wir das wirklich tun, dann sind wir verpflichtet von Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal, diese Voraussetzung zu erfüllen, die beweist, dass wir Mu'minin sind. Wenn wir in irgendeiner Angelegenheit eine Meinungsverschiedenheit haben, dann sollten wir das vor Allah und den Gesandten legen und dort die Lösung suchen, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Und mit aller Liebe und Rahma versuchen wir, bi'idhnillahi azza wa jal, die Lösung darin zu finden. Wenn wir das nicht tun, dann dementieren wir unsere Aussage, dass wir Gläubige sind. Derjenige, der dies nicht tut, er dementiert mit seinem Verhalten, indem er es ablehnt, in die Lösung Quran und Sunna zu suchen, er dementiert und damit a'udhu billah seine Aussage, dass er gläubig ist. Denn Voraussetzung ist, dass wir legen es vor Allah und den Gesandten, das heißt, was heißt das? In Quran und der Sunna. Dort suchen wir nach einer Lösung. Ohne Probleme, ohne Streiterei. Wenn ich etwas falsch sage, oder ich sehe, ein Bruder, der hat etwas falsch getan, und der glaubt, dass es richtig ist beispielsweise, wie verhalte ich mich im Islam? Ich muss wissen, wie ich mich zu verhalten habe im Islam. Beide müssen, derjenige, der den Rat gibt, der etwas Falsches gesehen hat, muss wissen, wie er es verändert, er muss weise sein, weil jeder, der Da'wah macht, ihr Allah subhanahu wa ta'ala, jeder, der Da'wah macht zum Islam, der Aufrufer zu Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam zum Islam, diese Person ist wie eine wandelnde Apotheke, die Medizin hat und die er verteilen muss. Aber nicht jeder darf Medizin geben. Warum? Weil man muss sich auskennen mit der Dosierung und der Art und Weise und mit Krankheiten auskennen und mit der Dosierung und mit Heilmitteln auch auskennen, um das verteilen zu können. Nicht jemand kommt zu mir beispielsweise, hat Migräne, gebe ich ihm etwas gegen Blutdruck beispielsweise oder etwas anderes. Das heißt, ich muss mich auskennen im Islam, wie ich den Ratschlag gebe, welche Dosierung es ist und die Art und Weise, dass ich meinen Bruder im Islam oder meine Schwester im Islam nicht verletze. Denn ein reines Herz, liebe Geschwister, trägt keinen Hass in sich. Trägt keinen Hass in sich, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Sondern Rahma für alle, bi'idhnillahi jalla wa'ala. Auch für die Tiere, auch für die Pflanzen, für die Bäume. So war Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, die Person, die Da'wah macht und sieht etwas Falsches, muss es verändern mit Beweisen aus dem Koran und Sunna. Und derjenige, jetzt, der es verbessert wird, darf es auch nicht als Kritik sehen. Sondern er soll sich freuen, dass diese Person, die zu ihm gekommen ist und ihm diesen Ratschlag gegeben hat, ja, er soll Allah danken dafür, dass es solche Menschen gibt. Beispielsweise, ein ganz einfacher Beispiel, jemand sitzt jetzt gerade hier im Beispiel jetzt und wird von einem Skorpion fast gestochen. Eine giftige Skorpion. Ich gehe zu ihm hin und sage, ach, ich stehe auf, stehe schnell auf, denn da ist ein Skorpion. Und dieser Skorpion ist giftig, es kann tödlich werden. Es kann mein Bruder vergiften oder es kann meine Schwester vergiften.
Also ich stehe schnell auf und schubse ihn zur Seite. Warum? Um sein Leben zu retten. Stellt euch vor, nachdem ich ihn gerettet habe, er steht auf, fängt an mich zu beleidigen und wird sauer, warum hast du mich gerettet? Das geht doch nicht. Eigentlich muss er aufstehen und dich in den Arm nehmen, dich küssen, dankbar sein, dass Allah dich geschickt hat, um ihn vor diesen bösartigen, a'udhu billah, vor diese giftige Skorpion gerettet hast. So ist normalerweise ein dankbarer Mensch. Und das, was ich damit sagen will, wenn dein Bruder dir sagt, pass auf, das ist falsch und das ist falsch mit Beweisen aus dem Koran und Sunnah, nicht sauer werden oder kritisiere nicht deinen Bruder und fang an zu diskutieren, a'udhu billah. Nein, sei dankbar. Danke Allah an erster Stelle und deinem Bruder im Islam, weil er dir diesen Weg gezeigt hat, alhamdulillah. Der dich gerettet nicht vor einem Skorpion, sondern vielleicht vor einem falschen Weg, der dich vielleicht ins Höllenfeuer bringen könnte. Was ich damit einfach sagen will, inshallah, dass wir Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurückkehren müssen zu Quran und Sunnah und dort unsere Probleme behandeln, mit aller Liebe und Barmherzigkeit untereinander, inshallah, Rabbil Alamin. Und uns nicht entfernen von der Quelle und nicht auf jeden zu hören, a'udhu billah, der egal was er sagt, was mir gefällt, das muss nicht stimmen. Nicht jeder, der gut reden kann, sagt die Wahrheit und nicht jeder, der gut reden kann, ist auf dem geraden Weg. Sondern die Person, die uns was lehrt, inshallah, soll uns die Beweise bringen aus der Quran und Sunnah, inshallah, Rabbil Alamin. Damit wir nicht irre gehen, denn Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, alaihi salatu wasalam, taraktu fikum min ba'di ma in tamassaktum bihuma lan tadillu ba'di abada kitabullahi wa sunnati. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß, ich habe in euch zwei Sachen hinterlassen. Zwei Sachen hat Rasul sallallahu für die Umma hinterlassen. Er sagt, wenn ihr euch daran festhaltet, dann werdet ihr nie irre gehen, sagte Rasulullah sallam. Und andere Riwayah, er sagte, alayhi salatu wassalam, Quran und Sunnah sind untrennbar. Sie werden immer zusammen sein, bis sie mich treffen, yawm al-qiyama, am Hawd. Am Hawd heißt am Becken des Gesandten Allah sallallahu alayhi wasallam, yawm al-qiyama, von der die Ahlus Quran und Sunnah trinken werden, inshaAllah, und nie mehr Durst haben werden. So, liebe Geschwister, inshallah, das war eine kleine Nasiha, inshallah, dass wir uns am Koran und Sunnah halten müssen und nicht jeden blind folgen, inshallah, denn a'udhu billah ist der Weg vom Shaitan und hört auf euch zu streiten und zu spalten und kehrt zu Koran und Sunnah und sucht dort die Lösung mit aller Barmherzigkeit. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala, azza wa jal. Und ich bitte um Verzeihung, wenn ich etwas Gutes gesagt habe, ist von Allah. Wenn es was Schlechtes ist, a'udhu billah, es ist von mir, vom Shaitan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen recht leiten, inshallah. Und die, die nicht recht geleitet sind, auch recht leiten, inshallah. Und möge Allah uns noch mehr recht leiten. Geben, inshallah. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala, jazakumullahu khair fis suhum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.